56 N, kurz vor Gangelfinteln, hat es am Dienstagmorgen einen Unfall gegeben. Hier gab es auch leider zwei Tote. Wie der Unfall nun genau geschehen ist, versucht die Polizei derzeit zu ermitteln. Die Beamten sind hier auf der Straße unterwegs und befragen Zeugen und was diese halt eben gesehen haben.